Arbeitskämpfe mit Notdienst habe ich mal die Präsentation genannt. Und ich will euch dabei so ein paar Sätze allgemein sagen zum Thema Arbeitskampf und Streikrecht und mich dann vom Allgemeinen so ein bisschen ins Besondere vorarbeiten zu euch. Und zunächst ein paar Sätze jetzt eben erstmal allgemein verlieren, dann gucken, was heißt eigentlich Streiken in der Daseinsvorsorge? Da gab es ja auch mal eine Debatte in den letzten Jahren, die zum Glück wieder eingeschlafen war. Letzte Woche haben die Lokführer gestreikt, prompt war auch die Debatte wieder lebendig. So ist das mit solchen medialen Aufregungszyklen, die kehren irgendwann wieder. Und zuletzt will ich dann ein bisschen was zum Thema Notdienstvereinbarung erzählen, was euch ja jetzt ganz konkret betreffen könnte in den nächsten Wochen. Und das soll so anfangen, dass ich erstmal diesen Satz in den Raum stellen möchte. Das Streikrecht ist ein Grundrecht. Das Streikrecht ist ein Grundrecht, ist ein allgemein anerkanntes Prinzip. Das bestreitet in Deutschland wirklich niemand und zwar auch schon lange nicht mehr. Ich habe euch hier nochmal den Artikel 9 des Grundgesetzes abgedruckt. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Das ist jetzt zugegebenermaßen nicht ganz selbsterklärend. Das ist auch schon etwas älter. Ne? Dieser Text ist aus den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Aber die Rechtsprechung ist sich doch sehr einig, was wir daraus ableiten können, und zwar die gesamte deutsche Rechtsprechung. Das betrifft nicht nur das Bundesverfassungsgericht, was ja letztinstanzlich berufen ist, unser Verfassungsrecht zu interpretieren, sondern auch das Bundesarbeitsgericht, die höchste Instanz im Arbeitsrecht und natürlich auch die Instanzgerichte der verschiedenen Gerichtszweige. Das sind natürlich vor allem dann Arbeitsgerichte, aber es kann auch mal ein anderes Gericht betreffen. Man liest ja immer die drolligsten Dinge in der Zeitung, dass dann irgendwelche Leute versuchen, Verdi zu verklagen, weil bei Amazon gestreikt wird und deswegen die PlayStation nicht rechtzeitig geliefert wurde. Da wird auch ein Amtsgericht dann sagen, entschuldigen Sie mal, deswegen kann man nicht die Gewerkschaft verklagen. Was die Gewerkschaft da macht, ist von der Verfassung gedeckt. Ihr seht an der Stelle schon, dass ich euch die Präsentation diesmal ein bisschen juristischer vorbereitet habe als sonst. Ich vermeide das eigentlich, aber ich habe mir jetzt diesmal bei der Vorbereitung gedacht, es sollte ja möglichst unterfüttert sein, gerade um Unsicherheiten zu beseitigen. Deswegen habe ich jetzt hier auch mal die eine oder andere Fundstelle und auch ein bisschen Zitate aus der Rechtsprechung mitgebracht. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Das Zitat hier kennen wahrscheinlich viele von euch. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts werden Tarifverhandlungen ohne das Recht zum Streik im Allgemeinen nicht mehr als kollektives Betteln. Das ist ein Zitat, was mir sehr gut gefällt. Das ist auch schon ein bisschen älter, nur 2 Jahre jünger als ich. Und gilt aber bis heute. Es macht deutlich, warum die Gerichte eigentlich dieser Auffassung sind. Warum man eigentlich der Auffassung ist, dass zur Koalitionsfreiheit, also zum Recht, sich einer Gewerkschaft anzuschließen und auch zum Recht, sich als Gewerkschaft gewerkschaftlich zu betätigen, auch dieses Streikrecht gehören muss. Die Gerichte sind der Auffassung, dass anders zu nichts führen würde. Es würde nicht keine Ergebnisse erzielen, wenn der Koalitionsfreiheit nicht auch dieses Drohpotenzial zur Seite stünde. Das kann ich euch mit einem noch etwas jüngeren anderen Zitat zeigen. Ein fairer und angemessener Ausgleich widerstreitender Arbeitsvertragsinteressen verlangt aber nach annähernd gleicher Verhandlungsstärke und Durchsetzungskraft. Diese lassen sich weder formal und situationsungebunden feststellen, noch normativ anordnen. Im System der Tarifautonomie werden sie durch die Androhung oder den Einsatz von Kampfmaßnahmen gesichert. Das ist Auffassung des Bundesarbeitsgerichts, noch vor 9 Jahren so wörtlich zitiert. Das gilt auch fürs internationale Recht, das können wir jetzt nicht vertiefen. Ich habe es euch nur der Vollständigkeit halber nochmal aufgeführt, dass auch in der Europäischen Sozialcharta, in der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch in unserer Grundrechtecharta der Europäischen Union ein Streikrecht verbirgt ist. Was ist jetzt die Konsequenz aus dem Streikrecht? Erstmal nochmal allgemein gesprochen für alle Branchen in Deutschland. Zum einen ist da eine Folge für den Staat enthalten.
zum anderen, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, betrifft das aber natürlich auch streikende und bestreikte Unternehmen. Der Staat darf Streik nicht behindern durch Verbote oder polizeiliche Repression. Er darf auch den Streik nicht brechen durch zum Beispiel Beamtinnen- oder Beamteneinsatz und darf sich im Gegenzug aber auch nicht auf die Seite der Streikenden stellen und zum Beispiel dann Arbeitslosengeld 1 zahlen oder Kurzarbeitergeld für die Zeit des Streiks. Bestreikte Unternehmen müssen rechtmäßige Streiks hinnehmen. Das heißt, es besteht dann kein Weisungsrecht des Arbeitgebers. Die Schäden, die der Streik ja anrichten soll, das ist ja der Zweck des Streiks, müssen die Unternehmen dann selbst tragen. Und wegen einer Streikteilnahme kann natürlich auch keine Sanktion erfolgen, arbeitsrechtlich, also keine Abmahnung oder Kündigung. So, jetzt habe ich gesagt, Grundrechte gelten für alle, also auch in der Daseinsvorsorge. Das ist jetzt die Debatte, von der ich gerade meinte, die wird gerade wieder aktuell. Wir hören immer wieder von Betrieben der Daseinsvorsorge in der öffentlichen Debatte, wenn ein Streik nicht nur ein bestimmtes Unternehmen in Mitleidenschaft zieht, so wie das zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie dann meistens der Fall ist, da kriegen Dritte ja gar nicht so wahnsinnig viel von mit. In anderen Streiks ist es aber eben so, dass auch Patientinnen, Patienten, Fahrgäste, Kita-Eltern und andere Gruppen Unbeteiligter in Mitleidenschaft gezogen werden, weil gestreikt wird. Es geht also hier um Betriebe, die existenznotwendige Güter oder Dienstleistungen bieten. Näher definiert ist der Begriff aber nicht. Und das hat auch einen Grund, und den hat man besonders gemerkt in der Debatte des vergangenen Jahrzehnts, in der rechtspolitischen Debatte, wo immer wieder befürwortet wurde von interessierter Seite, hier doch mal was zu regeln, um das endlich mal ein bisschen einzuschränken, dass in diesen wichtigen Bereichen gestreikt wird. Da war dann nämlich auf einmal nicht mehr nur von der Krankenversorgung oder vom öffentlichen Personennahverkehr die Rede, sondern auf einmal auch von der Versorgung mit Bargeld und Zahlungsverkehr. Das war im Professorenentwurf von 2012 oder im CSU-Entwurf von 2015 auch allgemein ganz unbestimmt von kritischen Infrastrukturen. Und die Folgen wären da unterschiedlich gewesen. Man hatte vorgeschlagen, naja, man könne ja dann da vielleicht Ankündigungsfristen verpflichtend machen oder Schlichtungsverfahren verpflichtend machen. Ziel war ganz eindeutig die Einschränkung des Streikrechts in diesem Bereich. Und dementsprechend ist aus diesen Gesetzesentwürfen auch nichts weiter geworden. Das ist heute schon wieder Geschichte. Jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, musste nach kurzer Zeit feststellen, mit unserem Grundgesetz und auch mit dem Europarecht und dem internationalen Recht wäre das nicht vereinbar. Deswegen haben wir bis heute keine Einschränkungen von Streiks in der Daseinsvorsorge. Und zwar aus im Kern zwei Gründen. Zum einen, weil Menschenrechte nun mal für alle Menschen gelten und Grundrechte universelle Geltung beanspruchen in Deutschland. Zum anderen eben auch wegen dieser Schwierigkeit, den Begriff zu definieren. Das geht nicht abstrakt für alle Fälle, die in der Zukunft jemals auftreten können. Deswegen gelten in der Daseinsvorsorge und somit auch im Krankenhaus erstmal dieselben Regeln wie überall sonst auch. Das habe ich hier euch nochmal schwarz auf weiß mitgebracht. Dann müsst ihr es mir nicht glauben. Ihr könnt es auch dem Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main glauben. Ein Streik ist nicht deshalb unzulässig, weil er sich auf einen Betrieb der Daseinsvorsorge bezieht. So, 8 Jahre alt, kein besonderer Handlungsbedarf aus Sicht des LAG. Und das LAG Hessen ist kein besonders gewerkschaftsfreundliches Gericht in Arbeitskampffragen, kann man sagen. Die haben uns in den letzten 10 Jahren immer wieder ganz schön zu schaffen gemacht. Jetzt habe ich immer gesagt, naja, rechtmäßige Arbeitskämpfe. Es gibt ja offenbar da noch ein paar Regeln zu beachten. Die gibt es überall zu beachten, eben nicht nur im Krankenhaus oder in dieser nicht näher bestimmten Daseinsvorsorge. Schauen wir uns diese Regeln mal näher an und gelangen so zur Notdienstvereinbarung. Es gibt in Deutschland kein gesetzlich geregeltes Arbeitskampfrecht. Ausgerechnet in Deutschland, wo doch sonst alles geregelt ist, haben wir nur eine richterliche Rechtsfortbildung. Die Gerichte müssen sich mit der Verfassung und heute natürlich auch mit dem internationalen Recht und dem EU-Recht herumschlagen und daraus ihre Schlüsse ziehen.
Deswegen haben wir in Deutschland schon seit den 1950er Jahren ein recht konservatives Streikrecht, sehr restriktives Streikrecht in vielen Fragen. Und dafür wird Deutschland auch immer wieder kritisiert, auch international. Hier zum Beispiel habe ich euch das Europäische Komitee für soziale Rechte, was auf Grundlage der Europäischen Sozialcharta gebildet wurde, genannt. Da gibt es harsche Kritik an der deutschen Praxis. Für uns spielt es hier aber gerade keine Rolle. Da geht es um andere Probleme. Da geht es um das Streikrecht für Beamte oder um den politischen Streik oder um den wilden Streik. Der Streik in der Daseinsvorsorge ist da unproblematisch. Ja, das ist ja schon nach deutschem Recht möglich. Deswegen besteht da auch kein Konflikt zu höherrangigem Recht. Unter welchen Bedingungen ist er möglich? Hier mal kurz zur Erinnerung. Alle Voraussetzungen für einen rechtmäßigen Streik. Wir werden sie dann nicht alle näher anschauen. Ein Streik muss von der zuständigen und tariffähigen Arbeitskampfpartei getragen werden. Also Verdi ist da unproblematisch natürlich qualifiziert. Die Rechtsklarheit muss gegeben sein. Es muss klar sein, wann der Streik anfängt und welche Betriebe er betreffen soll. Friedenspflichtfragen sind zu klären. Also was steht im Tarifvertrag? Welche Forderungen können wir gerade überhaupt bestreiken? Also streikweise durchsetzen. Welche sind noch in der Friedenspflicht? Ist unser Arbeitskampfziel ein tarifliches Arbeitskampfziel? Das ist international umstritten. Und ist es im Einklang mit höherrangigem Recht? Das ist natürlich wieder klar. Und jetzt kommen die zwei Punkte, die für uns interessant sind. Gibt es eine Gemeinwohlverpflichtung von Arbeitskämpfen? Und inwieweit ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz von Arbeitskämpfen zu betrachten, zu berücksichtigen? Das sind hier allgemeine Kriterien, die gelten in allen Arbeitskämpfen. Im Krankenhaus unter anderem erfahren Sie aber dann eben diese besondere Ausprägung der Notdienstvereinbarung. Diese Gemeinwohlwahrung wird in der Rechtsprechung immer mal wieder genannt als eine ungeschriebene Grenze des Arbeitskampfrechts. Die Juristen sind sich aber relativ einig, dass das eher einen Appellcharakter hat als eine konkrete Tatbestandsvoraussetzung. Ich habe euch hier mal den Herrn Linsenmeier, der das im Erfurter Kommentar bearbeitet, das Thema zitiert. Der Herr Linsenmeier war bis vor kurzem noch Richter im 7. Senat am Bundesarbeitsgericht, also durchaus auch kein Linksabweichler in solchen Fragen, glaube ich. Das heißt, eigentlich kann man daraus nicht allzu viel ableiten. Die zwei Aspekte, die sich daraus ableiten lassen juristisch, die kriegen wir genauso aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz abgeleitet, nämlich eben unsere Notdienstarbeiten sowie die Erhaltungsarbeiten. Und dann gibt es noch diesen Grundsatz des Übermaß- und Vernichtungsverbotes, was im Krankenhauskontext nicht betrifft. Zur Verhältnismäßigkeit von Streikmaßnahmen ist in unserem Kontext vor allem zweierlei wichtig. Da müssen wir unterscheiden, einmal noch zwischen Erhaltungsarbeiten und Notdienstarbeiten. Dann steigen wir aber endlich wirklich in das Thema Notdienstarbeiten ein. Erhaltungsarbeiten betreffen uns nicht näher. Die funktionieren nur nach einem ähnlichen Schema. Deswegen habe ich sie hier nochmal erwähnt. Die dienen der Vermeidung von schweren Schäden für das bestreikte Unternehmen, die über das normale Schädigungsmaß, was ja mit einem Streik durchaus gewollt ist, hinausgehen, weil die Firma danach halt kaputt ist und nie wieder auf die Beine kommt. Das kann Industrieanlagen betreffen. Das klassische Beispiel ist hier ein Hochofen in einem Stahlwerk. Der darf nicht abkühlen, sonst ist der sofort kaputt. Der wird dann nie wieder benutzbar sein. Betrifft dann dieses Übermaßverbot des Streiks. Es kann auch in der Landwirtschaft relevant werden, wenn Nutztiere sterben, weil sie nicht gepflegt oder zum Beispiel auch nicht gemolken werden in einem Arbeitskampf. Und manchmal kann es auch sein, dass der Arbeitgeber einfach sofort extremen Ärger mit den Behörden bekommt, wenn bestimmte Auflagen nicht eingehalten werden, zum Beispiel im Emissionsschutz. Notdienstarbeiten hingegen sollen die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Dienstleistungen und Gütern sicherstellen. Das heißt, hier müssen zum Beispiel Grundrechte geschützt werden von Patientinnen oder Patienten oder ganz konkrete Lebensgefahren abgewehrt werden, durch Brände zum Beispiel oder sehr konkrete Emissionen, also konkreten Gasaustritt zum Beispiel. Kein Argument wäre hier aber die drohende Höhe stumm geschaltet, jetzt bin ich aber wieder da, ne? Ja. Der,
die drohende Schadenshöhe per se oder auch die Tatsache, dass da Dritte betroffen sein könnten, ist per se jetzt kein Argument für eine Notdienstverpflichtung. Was ist der erforderliche Umfang von Notdienstverpflichtungen, wenn wir in so einer Situation sind? Das fand ich bei der Vorbereitung auf unser Referat hier heute meine schwierigste Aufgabe. Warum? Naja, weil es hier ein gewisses Spannungsfeld zu beachten gibt. Der Notdienst darf nicht dafür missbraucht werden, dass die Fortführung des Betriebs einfach möglich gemacht wird und der Streik sozusagen verpufft. Die Rechtsgüter müssen aber auch gewahrt werden. Das heißt, hier ist ein strenger Maßstab erforderlich. Das Schwierige ist aber, dass das nicht abstrakt beantwortet werden kann. Hier nochmal ein Zitat aus dem Jahr 2007 von unserem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Welche Arbeiten in diesem Zusammenhang erforderlich sind, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse und auch etwa der Streikdauer und Ähnlichem festzustellen. Und hier nochmal das Landesarbeitsgericht Hamm. Die Frage, welcher Notdienst einzurichten ist, muss sich einerseits an dessen Zweck orientieren, ist aber andererseits auf das unerlässliche Maß zu reduzieren, um die durch Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz garantierte Arbeitskampffreiheit zur Geltung zu bringen. Das bedeutet also, dass die Gewerkschaft in der Situation vor einer schwierigen Aufgabe steht, und zwar einerseits einen Notdienstplan zu entwerfen, der sicherstellt, dass diese zu schützenden Rechtsgüter, also im Krankenhaus, Leben und Gesundheit der Patientinnen und Patienten, auch wirklich geschützt werden. Zum anderen aber darf kein Regelbetrieb durch die Hintertür eingeführt werden mit dem Notdienstplan. Das ist wirklich ein schwieriger Spagat und er wird nicht einfacher dadurch, dass wir Juristen und Juristinnen ins Spiel kommen, denn diese Regelungen, es reicht nicht, dass diese Regelungen für die Expertinnen und Experten Sinn ergeben, das sind im Krankenhaus die Pflegekräfte. Es muss leider auch so formuliert sein, so erstellt werden, dass das auch Juristinnen und Juristen verstehen, denn die werden es am Ende des Tages überprüfen wollen, gerichtlich gegebenenfalls. Und deswegen muss man hier schon einige Erklärungsarbeit auch in der Lage sein zu leisten, wenn das wirklich heiß wird und vor dem Gericht über eine Notdienstvereinbarung und ihre Wirksamkeit und ihre Tauglichkeit ja gestritten wird. Die Notdienstvereinbarung ist etwas, was zumindest versucht werden muss. Am Ende des Tages ist die Gewerkschaft zwar verantwortlich für den Notdienst, die muss ihn organisieren, zum Beispiel auch durch Notdienstausweisausgabe. Aber zuvor muss in der Regel der Versuch unternommen werden, sich mit den bestreikten Unternehmen zu einigen. Und zwar über Art des Notdienstes, Umfang der Notdienstarbeiten und auch über die Zahl der notdienstleistenden Beschäftigten. Wenn das nicht mal versucht wird, ist eine riesige Flanke offen. Dann kann die Arbeitgeberseite relativ leicht versuchen, gerichtlich tätig zu werden. Mit welchem Ziel ist nochmal eine andere Frage. Aber die Flanke ist erstmal offen für eine gerichtliche Auseinandersetzung. Hier nochmal ein Zitat aus einer etwas älteren BAG-Entscheidung, nur zum Thema, dass es eben eine gemeinsame Aufgabe ist zunächst des Arbeitgebers und der streikführenden Gewerkschaft. Hier nochmal ein weiteres Zitat, was ich hilfreich fand zum Thema der personellen Auswahl. Nur der unterstrichene Teil. Würde man ein einseitiges Bestimmungsrecht bei der Auswahl der notdienstleistenden Beschäftigten durch die Arbeitgeberseite anerkennen, würde darüber hinaus der eingeteilte Arbeitnehmer schutzlos zum Opfer des Arbeitskampfes. Daher muss das der Gewerkschaft überlassen werden, sagt das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, auch schon eine ältere Entscheidung, ist aber bis heute relevant und wird zitiert. So viele Entscheidungen gibt es zu dem Thema auch gar nicht, habe ich bei der Vorbereitung gemerkt. Was ist jetzt die Folge? Wenn eine Notdienstregelung getroffen wird, dann werden die Betroffenen, also die in der Notdienstregelung konkret benannten Beschäftigten, vom Streik ausgenommen. Sie haben dann kein Streikrecht. Sie sind nicht zum Streik aufgerufen. Der Streikaufruf betrifft sie dann nicht. Sie müssen zur Arbeit gehen, wie sonst auch. Das führt dann also doch insoweit zu einer Einschränkung des Streikrechts, allerdings nicht aufgrund eines staatlichen Gebots oder Verbots, sondern aufgrund einer durch die Gewerkschaft gegebenenfalls gemeinsam mit dem Arbeitgeber getroffenen Regelung. Und jetzt noch die letzte Frage, dann sind wir durch.
Notdienst ohne Notdienstvereinbarung, ist das denn auch möglich? Ja, wenn es nicht gelingt, eine Notdienstvereinbarung zu treffen, kann der Arbeitgeber nicht einseitig einfach Notdienste anordnen. Wenn er das trotzdem macht und dabei exzessiv vorgeht, muss er wiederum gerichtliche Maßnahmen der Gewerkschaft befürchten. Wenn sich das Unternehmen dabei dann kategorisch weigert, Notdienstvereinbarungsverhandlungen überhaupt zu führen, trägt das Unternehmen auch das Risiko dafür, dass die Beschäftigten dann nicht verfügbar sind im Streikfalle und überhaupt kein Notdienst mehr geschieht. Also das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer insoweit. Und andersrum ist natürlich die Gewerkschaft in der Pflicht, hatte ich ja vorher schon gesagt, das wenigstens zu versuchen. Wenn das nicht passiert, kann nach richtiger Rechtsprechung, da haben wir zwei jüngere Entscheidungen in den letzten 6 Jahren gesehen, der Arbeitgeber die Gewerkschaft dazu verpflichten. Also auch dann ist der Streik nicht einfach zu untersagen, so wie wir das neulich in Berlin erlebt haben. Das war falsch, die Entscheidung ist hin und vorne falsch, sondern es hätte stattdessen das Gericht die Verdi zur Notdienstorganisierung verpflichten müssen. Das wäre denkbar gewesen. So wie es passiert ist, war es auf jeden Fall weit ab dessen, was man sonst in der Rechtsprechung sieht zum Thema Notdienst. Wenn überhaupt keine Einigung gelingt, und das ist jetzt mein letzter Satz, dann ist die Gewerkschaft in jedem Fall in der Lage, das dann selbst zu organisieren und muss sicherstellen, dass dieser Notdienst dann auch den Tatsachen gerecht wird und die Grundrechte, die in Rede stehen, also konkret Leib und Leben, Gesundheit von Patientinnen und Patienten, auch geschützt werden. Denn, letztes Zitat, erforderlich ist nämlich nicht der Abschluss einer Notdienstvereinbarung, sondern die Einrichtung eines Notdienstes. Trotzdem ist es irre, das nicht zu versuchen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum sich der Arbeitgeber an der Stelle oder die Arbeitgeber an der Stelle so sträuben. Das erst einmal von meiner Seite. Schönen Dank.